Verdammt, viele Kunden sind stinksauer. Verstehe die Kunden sehr gut. Telekom. Telekom baut um. Bis zum 10.10. hauen die jetzt rein und bauen um. Alles digital. Erst kam das Fernsehen, die Kunden verschreckt. Warum habe ich kein Bild? Etc. pp. Wurde denen erklärt, im Fernsehbereich mittlerweile Ruhe. Ab Juli muss man halt eine neue Karte und so weiter. Aber jetzt kommt ja das Digital dazu. Ne? So, wir haben jetzt auch dieses Schreiben bekommen. Wir haben also auch dieses Schreiben bekommen und wir ärgern uns zu Tode mit dieser Telekom. Also, wir wollten damals zahlen, weil wir gesagt haben, Industrie 4.0, das hier ist eine Firma. Wir brauchen ein Netzwerk, es muss funktionieren, es muss alles mit IP over. Da wurden wir angeguckt wie ein Auto. Andere Firmen wollten wir nicht, also haben wir das so gemacht, wie es gerade so ging mit der Telekom. Jetzt steigt die Telekom um, haut uns das ISDN weg. Kein ISDN mehr. Da sag ich, hallo meine lieben Freunde, wir haben es sogar noch schlimmer. Diese Anlage hier ist so alt, dass wir eine Null vorwählen müssen. Wir haben hier halt noch das Amt. Also noch schlimmer geht's gar nicht. Ist so. ISDN, Wahnsinnsanlage, alles ist miteinander verbunden. Jetzt kommt der Knaller dazu. Wer hat uns dann für eine Fritzbox, oder der Vorgänger hat sich für eine Fritzbox entschieden. Wir wollten also diese alte Anlage, wollten wir nicht mehr. Wir wollten eine hochmoderne und die Telekom bringt es nicht. Also den Ärger mit der Telekom. Also ich bin jetzt hier im Chat, ich bin jetzt hier online. Bin hier am Rumdrücken, eher unzufrieden. Komme nicht zu Rande mit E-Mail-Konto anlegen. Ja, jetzt sind wir am Rumtippen hier wie die Weltmeister. Ich drücke hier dauernd Return und dann, also hier geht gar nichts. Das ist also richtig Ärger. So, wer von euch hat auch diesen Wahnsinnsärger? Am 10.10. wird digital umgestellt. Ab 10.10. alles nur Voice IP. Ja, bis 2018. Zu Hause standen die. Zu Hause. 24 Monate kostenlos, da hat man alles da bekommen, man hat alles da stehen, es läuft alles, wir haben Fernsehen, wir haben alles. Gut, das Neueste haben wir nicht, wir haben immer noch alt. Wir haben jetzt also nicht Magenta M oder so, oder L oder XL, ne, wir haben also normal. Aber es läuft, es ist okay. Nur, wir kommen jetzt nicht als Firma nie gebraucht, als Firma kein Konto erstellt. Man kann kein neues Konto erstellen. Dann kommt ein Chat, da fragt einer, wir haben unsere Nummer eingegeben, wir haben unsere Kontonummer eingegeben, wir haben unsere Daten, unsere Mediadaten eingegeben, wir haben unser Handy denen gegeben. Wir warten jetzt auf den sogenannten Meet Service. So, der Meet Service, der will irgendwann mal erscheinen und will uns dann mal helfen. Ja, ich fange gleich an zu lachen, deswegen mache ich jetzt diesen Beitrag, weil unsere Kunden haben die Krawatte dick. Ich verstehe unsere Kunden. Auch ich als Geschäftsführung habe die Krawatte mega dick. Hier läuft gar nichts mehr. So, ab 11. wollen die hier alles abstellen, dann geht nichts mehr. Also bis zum 11.10. müssen wir das geschafft haben, dass hier alles wieder normal läuft. Das ist hier eine nagelneue, computergesteuerte VIP, IP und etc. SIS, ne? Ah, ich liebe SIS. Ne? Wir leben ja nochmal im SIS-Bereich, nur dieses SIS wird nicht mit TH geschrieben, ne? CIS. Dieses neue mit IP kommt auf uns zu. Ne? Also, da kann man angeblich alles anschließen, aber so einfach ist das bei einer Firma nicht. Bei einer Firma muss eine Lösung her. Das Schöne an der Geschichte ist, die Telekom beendet das. Ja, wenn man die Telekom, ja, wenn einer rauskommen soll, kostet 133 Euro, nee. Also so geht's nicht. Ja, das ist eine Bedrohung. Ja, die Telekom bedroht das Geschäft, indem die abschalten, dann geht nichts mehr. Das ist eine Bedrohung. Also da könnte noch ein ganz böse Ende für die Telekom. Die sind nicht ein Geschäft, wir sind mehrere Geschäfte. Und wenn alle sich zusammentun, könnte das richtig krachen. Wenn Firmen durch die Telekom geschädigt werden, kann das richtig krachen.
So, wir brauchen nicht nur IP, wir brauchen auch IP-Adressen. Wir brauchen WLAN für unsere Kunden, die halt ihre Ausdrucke machen, die halt mit den Kopierern, die Kopierer haben IP-Adressen, die Computer haben IP-Adressen oder die Kamera, das ist eine WLAN-Kamera, hat eine IP-Adresse. Und das muss an sich klappen. Wir können sofort unsere Beiträge via WLAN sofort an den Sender weiterleiten, die können damit arbeiten. So, und das wird uns jetzt alles genommen durch den Quatsch. Wir kommen einfach nicht rein. Wir können nicht kommunizieren, wir können uns nicht unterhalten. Also ich werde morgen mal dahin fahren und da mal ein bisschen Ärger machen. Ja, die wird mich wieder angucken, diejenige welche da. Ja, da mit Geschäftskunden, wissen Sie da, da weiß ich überhaupt nicht Bescheid. Ne? Toll, das wird lustig. Ich bin jetzt hier online, hier bei der Telekom. Und privat ist okay, aber ich bin ja Geschäftskunde. Und als Geschäftskunde läuft die Sache etwas anders. Als Geschäftskunde läuft die Sache komplett anders. Und ich brauche den ganzen Quatsch nicht, ich brauche kein Surfen und was weiß ich. Ich brauche eine richtige Anlage, die funktioniert. Ja? Nee, also geht auf die Service-Seite, geht bei Telekom auf die Seite und ihr lacht euch tot. Ja? Ich soll laut E-Mail soll ich auf meinen zugreifen, ich kann aber nicht zugreifen, weil ich noch nie online war. Ich hatte da noch nie alles angelegt, wollte jetzt was Neues anlegen, geht nicht. Ich kann nichts Neues anlegen. Sie kriegen 54 Mbit. Ich meine, das brauche ich jetzt alles gar nicht. Ich brauche eine funktionierende Sache, damit die Firma weiterläuft. Ne? Ja, das brauche ich. Das brauchen wir. Und das kriegen wir nicht. Wie ist das mit euch? Habt ihr auch Telekom, also mit dieser Umstellung, IP, ja, überall Digitalfernsehen, Digital-Telekom. Aber es funktioniert ja nicht. Kein Ansprechpartner. Will man einen Ansprechpartner, muss man zusätzlich bezahlen. Das ist ein Witz. Ja, ich bin gespannt, das mich. Ja, nur noch ein erleben, was verbindet. Also hier verbindet gar nichts und erlebe natürlich eine Menge. Bin auch bei der Hilfeabteilung. No change. Da hat auch keiner richtig Lust zu chatten. Man geht ja so ein Chat auf. Ne? Was möchten Sie wissen? Ja? So, dann gebe ich jetzt mal ein, möchte ein Konto eröffnen. Man spricht ja heute nicht mehr, man tippt ja nur noch. Ne? So, ich habe jetzt eingegeben, möchte ein E-Mail. Ne? Möchte E-Mail eröffnen. Dann kommt, ach, soll ich ja wirklich? Wollte er nicht, ne? Ich auch nicht. Ah, ja, egal. Hi, Grüße, einfach ran da. Ja. Ich verstehe die Kunden, die weniger Ahnung haben, ist klar. Ich wusel mich jetzt da durch, ich mache das schon. Bin nur einfach sauer, dass man so ein Schreiben bekommt. Am 10.10.2017 stellen wir um. Wir kündigen Ihren Vertrag. Ne? Die verkündigen den Vertrag. Und wenn man da irgendwas fragt, soll man da noch bezahlen. Also die kündigen den Vertrag, allen Bürgern werden die Dinger hier. Ne? Ihr müsst einfach mal ins Netz gehen. Euch informieren, was die Telekom da jetzt im Moment treibt. Die treibt einen Unfug ohne Ende, weil nicht jeder Bürger Ahnung hat, wie er hier sein IP Overdrive da einbindet. Ne? So, man will einfach eine E-Mail einbauen, geht nicht. Auch das ist Zwang, man muss da irgendwas eingeben. Ne? Zehnstellig über. Also, man braucht einen sogenannten Führerschein. Das Schlimme ist, durch Industrie 4.0 kommen 13 neue Arbeitsplätze, nämlich
So, und da muss man natürlich viel gelernt haben für diese neuen 13 Arbeitsplätze. 13 neue Arbeitsplätze entstehen, der Rest fällt weg. Ja. So, viele, die normal gearbeitet haben, die dann wegrationalisiert werden, weil ja alles digital gesteuert wird über IP. Tja, privat habe ich zum Beispiel eine IP bekommen von der Telekom. Ich kann jetzt umziehen, wo ich will, sobald ich mein Ding, meinen Stecker da reinstecke. Wissen Sie, ah, er ist da, Jura, und schon läuft es. Ja, toll. Wenn ich es nicht hätte wollen, dann hätte ich alles Prozedere, hätte ich anschließen müssen, hätte man umprogrammieren müssen und so. So wird das einfach gemacht. Man kriegt von der Telekom ein Schreiben, wir haben Sie umgestellt, Sie brauchen nichts mehr machen, und wenn Sie was dagegen haben, weil wir sie umgestellt haben, ja, dann müssen sie alles selber rückgängig machen und dann viel Spaß. So ungefähr ist das. Also ihr merkt schon, so richtig, ich möchte am liebsten durch die Kamera, am liebsten in den Datenhighway und am liebsten da jetzt dieses T auf 7:30. Wirklich. Ich hätte jetzt so richtig Lust, dass das T lichterloh, aber lichterloh, ihr wisst schon, ne? Dieses T, zwei Löcher dran und abheften, dieses T, ne, Kabel, wirklich, also ich bin so sauer da drauf, ja, ich wusel mich jetzt hier durch, ich habe auch nicht so viel Zeit. Wenn man ein Geschäft führt, hat man, wie gesagt, alles mal zwei, man muss privat, man muss Geschäft und den Rest auch noch. So, man hat wirklich genug zu tun, 10 bis 12 Stunden, und sich auch noch hier durchwuseln, wie die das gerne haben möchten, ja, die zwingen einen, es so zu machen. Man kann nicht mal eben da sich eine E-Mail bauen und dann da rein und dann eine Abwicklung tätigen. Nein, wir müssen das so machen, wir müssen sie ja zuweisen und so. Also noch komplizierter kann man es nicht machen. Doch, die Telekom kann es. Die Telekom kann es. Die Telekom zwingt einem zum Hass. Ja, die Telekom, die zwingt einem, das T so richtig zu verbiegen. Die Telekom bringt einen so richtig auf die Palme. So. Wir wollen keinen anderen Anbieter, weil die Telekom ist nun mal der Mogul. Das ist anders, das ist totaler Quatsch. Ist so. So, wenn man einen anderen Anbieter da hat, kommt sowieso einer von der Telekom. Ist so. Ne? Und wir werden uns das dann mal anschauen. Also es wird richtig rumsen und es wird richtig krachen. Weil wenn die Telekom abstellt und wir hier das Geschäft nicht mehr eröffnen können wegen der Telekom, das wird ja nicht nur öffentlich, das wird sowas von öffentlich, das wird ein Zeichen geben, das wird ein richtiges Zeichen geben. Das wird krachen, scheppern, flieren. Also, ne? Ja, also irgendwie steht das ein bis zur Oberkrawatte da. Also morgen stürme ich erstmal den Laden, das spüre ich euch. Und wenn ihr auch Ärger habt mit der Telekom, einfach unten drunter schreiben. Wir versuchen euch zu helfen, die Kamera, wir sind immer Fernsehen, WebTV. Und mit uns macht man so einen Blödsinn nicht. Na? Kamera an und dann geht's los. Wer denselben Ärger hat, jetzt ab 1. Juli das Schreiben bekommt, dass am 10.10. seine Sache bis gesperrt wird, aufgelöst wird, und dass sie bemüht sind, gegen Gebühr euch eine Lösung zu geben, also nee, so geht's nicht, auf keinen Fall. Es kann ja nicht sein, ich sage jetzt euch, ab sofort fahrt ihr nur noch das gelbe Auto, ab sofort. Frau Merkel hat mir grünes Licht gegeben, ihr dürft nur noch das gelbe Auto, wenn ihr Fragen habt, weil ihr nur noch ein gelbes Auto fahren dürft, kostet euch dann 200 Euro. Ich glaube, jeder von euch würde jetzt am Rad drehen. Jeder. Jeder Einzelne würde jetzt am Rad drehen. Oder aber noch viel schlimmer. Genau. Dein Handy, dein Telefon, dein Fernseher, also alles, was du benutzt, musst du ab sofort mit einem schwarzen Button in der Wohnung betätigen. Kein Mensch hat einen schwarzen Button, keiner hat den Anschluss. Und dann fragt er, ja, wo kommt der schwarze Button? Ja, den kriegt er von uns. Den schwarzen Button. Mhm. Und wie funktioniert das? Ja, wenn er wissen will, kostet schon mal 200 Euro. Dann sagen wir dir das. Ja, und dann kommt er da raus, guckt sich das an und dann sagst du ihm, wo du den schwarzen Button hinhaben möchtest. So, deine Wohnung wird janguliert, weil da ein Button hinkommt. Du weißt nämlich nicht, wie groß der ist. Das hat man dir nämlich nicht gesagt. So,
Andere sagen blind, okay, lass den Button kommen. So, dann hast du so einen Button, so riesengroß wie das Teil jetzt. Ne? So ein riesen Button mitten in der Wohnung, wo du jeden Tag draufhauen musst, damit du Telefon, Fernsehen, das Auto fahren kannst. Also den sogenannten Big Brother schwarzen Button. Ne? CDU, SPD, die haben so, und wie die alle heißen, haben das so entschieden. Ne? Jeder Bundesbürger kriegt einen schwarzen Button, wo er jeden Morgen draufhauen muss. Dann ist er online, darf alles nutzen, gegen Gebühr. Ha. Wenn dann keiner auf die Barrikaden geht, wenn er mitten in der Wohnung so ein wahnsinniges Button hat, dann seid ihr selber schuld, dann ist Hopfen und Malz verloren, dann Schwamm drüber, dann braucht ihr euch das hier auch gar nicht angucken. Ja, also wie gesagt, das hat heute hier nichts mit Star Wars zu tun, heute mal nichts Star Wars, heute mal echte Sachen. Ich verstehe die Kunden, die hier rappelig, die stinksauer. Vielen ist das egal, die leben halt nur noch auf Smartphone. Aber wir sind eine Firma. Wir sind eine Firma, wir können nicht auf Smartphone umsteigen. Wir haben hier Maschinen am Laufen, wir haben Kamera am Laufen, alles über WLAN gesteuert, alles an der IP-Adresse. Und wenn dann Telekom abstellt, nichts geht mehr, dann geht hier gar nichts mehr. Nur noch Licht an, mehr nicht. Und das kostet auch noch Geld. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, hier so ein Schreiben von der Telekom hier. Ne? Alles läuft hier ab sofort so. Ne? Ab 11. Wir bemühen es. Sie bemühen sich. Gar nichts. Kein Kommentar über Telefon, kein Kommentar über E-Mail. Nee. Nix. Null. Hinter. Gar nichts. Wird einem übel. Da wird einem übel. Man muss einfach mal sagen, so, ich kaue mich jetzt da durch. Alle, die mit der Telekom zu tun haben, alle, die denselben Ärger jetzt haben, ihr habt mein Mitgefühl. Mein nächstes Videoclip wird sicherlich sein, wie das jetzt hier so weitergeht. Ich muss jetzt hier lesen und muss mir alles notieren. Und dann versuche ich da, das auf den Weg zu bringen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ehrlich, wie ein Flitzebogen. Ja, schau. Also, steht mir ein bisschen um die Krawatte. Meine lieben Kunden, meine lieben Fans, ich verstehe euch. Ich verstehe euch. Mit Telekom. Wenn ihr auch dieses Schreiben bekommen habt, wir kündigen zum 10.10. Leute, wir verbiegen das T. Was haltet ihr davon? Hm? Wir zeigen der Telekom mal, wo der Haken ist. Ich kümmere mich mal. So sauer war ich noch lange nicht auf diese Telekom. Das ist eine Firma, die was anbietet. Grotesk. Ich weiß nicht, wie die Gelder machen, ich weiß es nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Wir sind selber eine Firma. Wir dürfen uns das nicht erlauben, was die sich da erlauben. Nicht, weil die größer sind. Ja, überhaupt sollte man als Firma seinen Kunden gegenüber niemals so sein. Also wir sind anders ausgebildet und weitergebildet worden. Und als Klein- und Kleinstunternehmer haben wir immer den Service für unsere Kunden. Wir haben immer den Service für unseren Kunden im Auge. Also das, was die dort treiben, ist nicht. Aber wir kommen nicht rein. Wir können nicht kommunizieren, wir haben hier diesen Driss hier bis zum 10.10. soll das erledigt sein. Das heißt also, wir sind ja jetzt wirklich unterwegs, wir haben Rufnummern abgegeben, wir versuchen da reinzukommen. Also so ein Ärger, ja, also ich weiß es nicht. Ne? Da steht immer, Sie können mit mir chatten, ne? Sie können live mit mir chatten, da passiert nichts. Da passiert nichts. Ne? Hier geht es zum Chat. Zum Kotzen. Gibst du einen hier? Wir kommen nicht rein oder so? Keine Antwort, nichts. Also, boah, Telekom, keine Ahnung. Also, nee. Da sollte man wirklich mal so eine witzige. Ach, brauchen wir gar nicht. Den Ärger mit der Telekom, der ist sicherlich schon abgehandelt worden. Ne? Grüß, hallo. Einfach ran, Peter. Alle Kunden, die denselben Driss haben, denselben Ärger haben, muss nicht unbedingt Telekom sein. Also wir haben den Ärger mit Telekom, weil alle Ärger haben, ob das 1 und 1 ist, Multimedia, Unity Media, alle stellen um. Alle wollen over IP, alles digital. Manchmal hört sich das an, als ob man mit IT spricht oder mit R2D2 oder mit, ihr wisst schon. Ne? Wir sind ja nochmal Star Wars, wir bleiben Star Wars, aber heute mal nicht Star Wars. Heute sitzen wir auch nicht in der Star Wars Lounge, da hinten ist die Star Wars Lounge, aber heute unterhalten wir uns mal über die Welt des Digitalen. Ne? Also, da wir selbst betroffen sind, machen wir das auch.
Also wenn ihr Ärger habt, richtig Ärger habt, weil eine Hausnummer, ja, man lebt in 9, aber der Anschluss ist in 8, weil man halt in so einem Beamten tun, ne? Hat er gesagt, hat er was gesagt? Ja, ich bin zurück. Okay. Also hochinteressant ist, dass alle jetzt dieses Digitale mögen. Auf eine Ansicht freut mich. Es freut mich, dass alle Digitale mögen. 1966 sagte ich, ich möchte, wenn ich groß bin, einen Kiosk mit einem sogenannten Datenhighway in Verbindung von Maschinen. Die Menschen kommen zu mir, ich drucke denen das aus. Wenn einer wandern möchte, suche ich ihm die Wanderkarte. 1966. Denk bitte nach, ist es wahr? Ja. Aus dem Hause Siemens, Fuji Siemens und wie alles so geheißen hat, IBM vor allen Dingen, ja, kam man auf dieses schmale Brett. So, heute hat jeder, heute nennt sich das ja auch alles ein bisschen anders. Das war eine tolle Geschichte. Es war wirklich eine tolle Geschichte. Man war Kind, man fand das toll. Die Pixelväter erfanden da so Sachen, Kingsoft, Virginsoft, wie die alle so geheißen haben. Virginsoft ist ja heute ein verdammt guter Name, Kingsoft, weiß ich gar nicht, ob es den noch so gibt. Ich lese EA und so, Digitoys. So, wenn man 30 Jahre dort gearbeitet hat, für die gearbeitet hat, wenn man selber programmiert hat, Assembler, Maschinensprache, CC+, wie alles so geheißen hat, C64, die Tockensprache, ja, Go-To, ja, und Then Else, ja, ist die Sache größer und so weiter. Und wenn man dann programmiert hat, die BMPs, also Bitmap-Grafik, zu 255 mit Schattenbildung, ne, hier hinten wäre die Nummer 255 gewesen. Hier vorne in der Mitte wäre die Nummer 1440 programmiert, wäre hier ein A. Ne, 1440 war die Nummer A, entstand hier ein A. Ja. Ja, wir haben also viele Diskussionen, es hat Spaß gemacht, heute nennt man das Nerd. Big Bang Theory, die Jungs und Mädels, die sie da zeigen. Also heute darf man von damals gar nicht sprechen, aber es hat irgendwann mal alles angefangen. Ja? Und das sollte man nicht vergessen. So, weil heute alle haben, weil heute alle Smartphone haben, WhatsApp, Facebook, YouTube, es gehörte alles mal einem, der das irgendwie erfunden hat, weitergegeben. Dann kam Bertelsmann, kaufte alles auf, dann kam die Firma, die jetzt sich Google nennt, kaufte auf mit Sony Entertainment. So, YouTube war an sich in Belgien angesiedelt, das war eine ganz andere Geschichte, aber die haben es halt auch verkauft. Sevenload, Kiwigo, MyVideo, MyVideo gibt es noch, aber nur zwei. Ah, Clipfish, habt ihr ja letztens noch gesehen, habe ich ja mein T-Shirt angehabt. Von Clipfish. Also Clipfish, das war auch spitze, also richtig, also Clipfish. Danach kam Sevenload. Gibt's alles nicht mehr. Uprom TV, Du bist TV, Kanal 98,5 Astra, ne? War super. Den Kanal hatte dann nachher eine andere OK, glaube ich. Also nicht die Privatdinger da, OK 43, das waren die Essener Sender. Nee, das waren ja diese Versuchsklamotten. Nee. Das war irgendwie so ein Verkaufssender, der hatte dann nachher einer Schauspielerin den Kanal gegeben, da haben wir dann die Sendung aufgemacht, aus Belgien raus, genau. Ich habe ihren Namen jetzt leider vergessen. Wer sich daran erinnert, weiß jetzt, wovon ich gerade gesprochen habe. Also ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Wie gesagt, lebt in Belgien nach ihrer Scheidung in ihrem großen Haus, so einem Backsteinhaus. Weiß also noch, wovon ich gesprochen habe. Die hatte da so eine Sendung versucht, das lief dann auch über Kabel bzw. Antenne, also Satellit, Astra. 98,5 Ost, könnt ihr auch eingeben, ihr könnt eben eingehen und steht da immer noch Uprom TV, steht da immer noch 98,5 Ost Astra. So, der Name steht noch, aber wir senden nicht mehr. Okay. Und die andere, Schreinemarkers, genau, jetzt habe ich es. Für die Schreinemarkers haben wir da gemacht. Ach tolle, eine tolle Sendung. Sie ist nachher auf diese Kanalbasis gegangen, Schreinemarkers, jetzt habe ich es. Wie gesagt, hat auch nicht lange durchgezogen. Wie gesagt, heute kann man ja Fernsehen machen. Jetzt kommt ja das Goldene. Jetzt sind sie ja. Es gibt ja eine Marktlücke. Noch eine Gesetzeslücke. Und das Streaming. Ich könnte jetzt streamen. Ja, ich hätte jetzt live streamen können. Dann wäre dies live. Dann bräuchte ich nicht herstellen und alles. Aber ich möchte gerne herstellen, weil ich möchte nicht live, weil die Kunden sollen also immer noch, wenn Kunden kommen, wird unterbrochen. Also ich habe viele Kunden, die gleich, also weil wir alle gleich sind, wir haben alle das große Problem auf der
Unity Media ist, ob das Telekom ist oder sonst wer. Wenn ihr versucht, bei 1&1 anzurufen, habt ihr den gleichen Käse wie mit der Telekom. Das Problem ist ja, dass der Computer einen da was schaltet, wir aber als analoger Mensch gar nicht wissen, was der digitale Körper da möchte. Der möchte, dass wir da online gehen, der möchte, was weiß ich. Nur wir sind analog. So, ich spreche jetzt analog in diese digitale Kamera. Wenn ich die Gesetzeslücke nehmen würde, würde ich jetzt streamen. Das könnte ich, also ich könnte streamen. Könnte die Gesetzeslücke nehmen, denn es gibt hier jetzt mittlerweile auch kostenloses Fernsehen. Nennt sich Frog. Ja, wenn man die Frog hat, könnte man streamen. Es wird alles gestreamt. Aber ich kann euch sagen, so toll ist Streaming auch wieder nicht. Weil wenn die Telefonleitung mal gestört, dann habt ihr Pixel, schlechte Auflösung. Also so toll ist das alles. Das ist alles Marketing, man will euch was verkaufen. Ob nur die Frog Box, The Frog heißt die, könnt ihr kostenlos fernsehen durch das Streamen. Ihr streamt alles. Bei YouTube könnt ihr auch streamen, könnt auch Live-Fernsehen machen bei YouTube. Hätten wir jetzt machen können. Wie gesagt, machen wir vielleicht auch. Sobald wir die neue Anlage haben, wir arbeiten ja jetzt hier kräftig dran, dass wir die bekommen, dann können wir auch so unsere Kamera im WLAN zuschalten. Ja? Wer auch Businesskunde ist, weiß, wovon ich jetzt spreche. Die meisten sind halt keine Businesskunden, die wissen jetzt nicht, wovon ich spreche. Weil Business, als Businesskunde läuft eh alles anders. Wir sind Geschäftskunden, kriegen auch ganz andere geschäftliche Sachen. Als Privat kriegen wir da unseren Magenta oder keine Ahnung, wie die sich da alle nennen. Aber bei einem Wechsel zum Beispiel geht alles schief. Man wohnt in Haus 8, der Anschluss ist in Haus 9. Man gibt das alles an. Man gibt auch den Vorreiter an. Man ist bei 1&1 zu Hause oder bei Unity Media zu Hause oder bei der Telekom zu Hause. Das ist genau derselbe Käse wie mit Strom. Du bist bei Strom gelb, grün, blau, was weiß ich. Wechselst jetzt zu Strom rot. Und schon fängt der Ärger an, weil die untereinander das machen. Zum Beispiel im Strom ist die Firma Westnetz der Chef. Und der Westnetz macht das hin und her und her. Hallöchen, einfach ran. Hi. Wir haben ein flächendeckendes Angebot für unsere Kunden in dem sogenannten Tante-Emma-Modus. 1950 gab es das Mischwarenfachgeschäft. So ungefähr haben wir es jetzt hier auch. Wir sind ein Mischwarenfachgeschäft mit Anbindung an den sogenannten Datenhighway. Wenn man es mal heute sagt. 1966 sollte das ein Kiosk sein, aber egal. Weil das ist ein Fachbetrieb, Fachgeschäft. Wir unterhalten uns analog, wir helfen analog. Wir haben auch gerade noch ein Fachgespräch geführt mit diversen anderen. Bitte, bitte Vorsicht mit euch. Es ist überwiegend alles e.V., eingetragene Vereine. Wenn ihr Ärger habt mit Strom, geht ihr ins Netz, schaut nach, aber achtet bitte drauf, der euch hilft, ist ein Verein. Ja? Und Vereine sind nicht rechtsbindend und können auch nicht eingreifen, wie ein Jurist. Also bei Stromärger ist das ein Verein, der hilft. Ne? Müssen wir googeln. Habt ihr aber Ärger mit Telefon und alles, ist der Verbraucher, also der sogenannte Verbraucherschutz. Ist auch ein eingetragener Verein. Kann also auch nicht so helfen. Also schön vorsichtig sein mit den ganzen Schützern. Ja, das ist alles nur eingetragene Vereine. So, ihr habt jetzt Theater mit Unity Media, weil die ja umstellen ins Digitale. Ihr habt Ärger mit Telekom, weil die brutal kündigen zum 10.10. Meine lieben Freunde, das kriegen wir jeden Tag mit. Wir haben hier auch, wie gesagt, SGB-II-Kunden, denen wir helfen. Wir haben hier Beratungen, Berater. Wie gesagt, das ist alles kostengünstig und so weiter. Wir können auch wirklich sagen, was los ist in den Ämtern. Da ist halt so. Es läuft halt so. Wir dürfen also nicht eingreifen. Wir können also auch keinen Schutz bieten. Ihr könnt die Sache veröffentlichen, wie ich es jetzt veröffentliche. Ich veröffentliche jetzt den Ärger mit der Telekom. Ich veröffentliche jetzt den Ärger mit dem neuartigen digitalen Fernsehen. Die Jugend von heute hat Smartphone. Ne? Habe ich gerade weggetan. Ja? Die Jugend hat heute Smartphone, die Jugend hat Apps, ja? Und all solche Sachen. Wir haben gerade abgerufen. Die Politik erzählt uns allen hier. Die SPD freut sich. Die Ehe für alle. Könnt ihr alles lesen, während ich hier spreche. Ne? Am Bundestag hier, der neueste Trend. Ne? So, alles online. Alles online.
machbar. Nur wenn einer von denen querschießt, fängt der Ärger ja an. Also steht überall. Solange ihr ein Netz habt, könnt ihr nachlesen, wirklich überall der Ärger. Wir können mitfühlen, wir können euren Ärger verstehen und drücken euch die Daumen, dass es klappt. Da wir auch eine Fachfirma sind, eine richtige Fachfirma sind, würden wir einen Teufel tun, unseren Kunden zu ärgern. Wir werden niemals unsere Kunden ärgern. Wir werden versuchen, dass die Kunden immer in Augenhöhe und auch wissen, wie alles funktioniert, wie alles zusammenhängt, wie auch alles auf den Weg gebracht werden kann, weil wir selber uns daran orientieren müssen. Wir müssen jetzt selber uns mit der Telekom auseinandersetzen. Mit dieser Auseinandersetzung der Telekom kommen wir natürlich auch dahinter. Wir sind immer Big Business, wir unterhalten uns im Business-Bereich. Wir sind jetzt nicht Otto Normalverbraucher. Das Schöne an der Geschichte des Otto Normalverbrauchers ist, also der Otto Normalverbraucher kriegt hin und wieder mal goldene Glöckchen. Ja, den wird nicht gekündigt. Ja? Der wird Tarif umgestellt und was weiß ich nicht alles. Aber so einfach hier bei der Telekom ist gar nichts. Also wir waren momentan drin, dann haben wir da was geändert und schwuppdiwupp geht gar nichts mehr. Ja, das ist eben so. Wenn ich das immer so lese hier so, ne? Sichern Sie sich einzigartige Vorteile aus einer Hand. Ja, aber was ist, wenn die eine Hand alles kaputt macht? Ne? Ja, zum Beispiel. Dann die Datensicherheit. Wo ist denn die Datensicherheit? Welche Datensicherheit meinen die denn? Welche Datensicherheit meinen die denn? Ne? Also ich sehe hier keine. Ne? Also reiche ich durcheinander. Wir wollen unseren Kunden was Tolles bieten. Wir wollen für unseren Kunden was Tolles machen. Aber wir sind abhängig von unseren Anbietern. So, wir besorgen DVD, wir besorgen Blu-ray, wir helfen. Wir sind da. Man kann sich mit uns analog auseinandersetzen. Wir suchen, wir helfen, wir versuchen, wir tun. Ja? Aber wenn die großen Herren, die gar nichts können, also mittlerweile muss ich sagen, die können gar nichts mehr. Telekom kann nichts mehr, Unity Media kann nichts mehr, die können gar nichts mehr. Die haben sich selber irgendwie zurechtgeschrumpelt. Da sitzen Leute, die nicht so viel Kompetenz haben. Ach, hör mal, da ist eine E-Mail, setz dich mal hin, ne? Callcenter, weißt du? Und sind die alle geschult? Weiß man gar nicht. Bei Google sitzen alle und filtern und machen und tun. Also wir werden eine merkwürdige Zeit bekommen. Zwei Drittel der Menschheit wird demnächst keine Arbeit mehr haben, wenn das so weitergeht. Sondern 13 neue Berufe werden erfunden. 13 neue Berufe, die dann in dem sogenannten Internet-Dasein funktionieren. Ja? Datenhighway, die manipulieren, kontrollieren, auseinander kontrollieren, arbeiten und so weiter. Also dieses eine Drittel, was demnächst arbeiten wird von der Bevölkerung, wird neu ausgerichtet, neu ausgebildet, neu weitergebildet. Und die sitzen dann an solchen Maschinen da, in Callcenter und so weiter. Und keiner weiß wirklich, ob die Leute wirklich Kompetenz haben, mit denen man das spricht. Ja? Habe ich heute getestet. Ich habe, wie gesagt, viele angerufen da und denen das auch klar gemacht. Und deswegen mache ich das auch online, weil das, wie gesagt, der Wahrheit entspricht. Wir haben natürlich einen Einschreibebrief, habe ich gerade nicht hier vor mir liegen. Wir haben auch einen Einschreibebrief zum Chef geschickt, Telekom, Big Boss, ihm erklärt, so geht es nicht. Als Firma da, also wenn wir angegriffen werden, dann ist Holland in Not, also dann flippen wir aus, dann geben wir viel Geld aus für unsere Jungs, Juristen. Dann haben die Juristen richtig was zu tun. Und wir werden auch die richtige juristische Textur auf, also wir werden sie raussuchen. Wort Zwang gibt es nicht, andere Sachen gibt es auch nicht, und da läuft gar nicht. Ohne Unterschrift ist nichts gültig, gar nichts gültig. So, ne? Wollen wir auch klarstellen. Xavier Naidoo hat recht, diverse Leute haben auch recht, ihr müsst nur richtig die Textur nehmen, so wie es ist. Ihr müsst also richtig darauf verweisen, wie alles angefangen hat. Wer hier mal das Sagen hatte, wer dann durch gewisse Strukturen das abgegeben hat und wie die sich geeinigt haben. 1945 haben die erstmal die Waffen schweigen lassen. 1948 kam die Einigung, so, wir einigen uns mal. Das nannte man die Stunde Null. Ab 50 ging es dann aufwärts. Es ging verdammt cool aufwärts. Bis 1956 ging es richtig aufwärts. Hat es richtig Spaß gemacht. Ja, und seit 2002 mit der Einführung der EU, kein Scherz, Frau Merkel meint das ernst, wir sind alles europäische Bürger mit der Integration Deutsch.
Wir Deutschen intrigieren uns in den EU-Zweig. Ja, wir sind auch Intriganten. Wir intrigieren uns, wie alle anderen auch. Ja, und die ganzen, die jetzt zu Besuch kommen, ihr wisst schon, ne? Ja, die kommen zwar mit ihrem mittelalterlichen daher, mag ja alles sein, aber es sind Bürger, denen wird geholfen, und die Deutschen, denen wird nicht geholfen. Haben wir auch gerade noch so ein Fachgespräch gehabt, wir haben hier eine junge Dame, die wartet wirklich auf ihren Umzug und die weiß schon gar nicht mehr, was sie machen soll. Sie möchte endlich umziehen. Ich hatte dann nachher nochmal jemanden, der umziehen möchte. Dann hatte ich jemanden, der auch eine Negativnachricht bekommen hat, dass er halt keine Umschulung bekommt, weil er ja schon eine Maßnahme hatte. Nochmal eine Maßnahme geht nicht und all solche Sachen. Und demnächst wird auch eine Schuldnerberatung. Ja, demnächst kommt auch noch eine Schuldnerberatung in Borbeck. Der junge Mann war gerade da. Der wird mir dann auch seine Zettelchen hier geben. Also wer Schuldenberatung braucht, kann dann da hingehen. Aber noch einmal. Das sind alles so Vereine, ja. Eingetragene Vereine. Die können im richtigen Fall, wenn es richtig zur Sache geht, nicht helfen. Genauso wie das Fernsehen auch nicht. Wir können es aufgreifen. Wir können sagen, hier stimmt was nicht. Leute, lasst euch nicht ärgern durch die Telekom, I11. Ihr selber bekommt das ja, also ihr Schlaufüchse wisst ja, wie ihr mit dem Computer umzugehen habt. Aber die auch schlau sind, aber damit nicht umgehen, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben. So, die sich 1960, 70 mit dem Computer nicht beschäftigt haben. Und die nachher in Industrie 3.0 waren, wo der Computer zum Arbeiten, IBM, Fuji, Siemens und so weiter, wie das so langsam kam, das Ganze. Und das Internet seit 1999, nach der CeBIT 1995, hat 4 Jahre gedauert, bis endlich der Siegeszug des Internets kam, ist ja heute alles da. Nur heute ist alles ein bisschen merkwürdig. Heute geht nichts mehr, heute funktioniert nichts mehr, weil irgendwie funktioniert gar nichts mehr. Ja, man will alles digitalisieren, man will alles auf die Industrie 4.0 hin, man will E-Autos haben, man will eine E-Autobahn haben, man will eine digitale Sache haben, alles digital, 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 aber wir sind analog. Wir Analogen müssen uns analogisch hinsetzen, über die Analogie uns unterhalten, ein sogenanntes Vier-Augen-Gespräch. Dadurch erkennt man ja auch jeden, ob der das annimmt oder nicht annimmt. So bei Facebook, das ist nicht sozial. Weder vorne, weder hinten. Ja? Alles, was da steht, ist reine Fiktion. Ja? Und das hat mit sozialem Verhalten nichts mehr zu tun. So, wie gesagt, wir decken auf. Wir machen das alles nicht mehr, weil Fernsehen macht auch kein Fass ohne Boden mehr und die anderen Sachen. Lohnt sich alles nicht, weil die Rechtsgrundlage nicht ist. Jeder muss für sich selber. Wir können es aufgreifen, wir können sagen, ihr habt Ärger mit der Telekom. Ihr habt Ärger mit dem digitalen Fernsehen, DVB-T2. Ihr habt Ärger mit Unity Media, weil die auch umstellen. Die Welt bleibt analog, da geht kein Weg dran vorbei. Nur unsere Handhabe wird digital, geht einfacher. Also wir können einfacher arbeiten mit den Nullen und Einsen, dem sogenannten Bitvormund, 128-Bit-Verschlüsselung, 228-Bit-Verschlüsselung. Ja, damit kann man so ein bisschen arbeiten, geht also schneller. Analog, sagt er, schreiben, verfassen, zusammenkleben, wegbringen, wegschicken. Dann habe ich so E-Mail, klick, 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 weg. Also, wir sind analoge Bürger und der Planet ist auch analog. Wir benehmen uns nur und wir kommunizieren nur digital. Wenn dann die Spielfilme, da wir Filmemacher sind, wissen wir ja, was die Leute meinten mit Matrix, mit Terminator, das Netz, 89 gedreht, mit Sandra Bullock. Was an sich so, ne? George Orwell im Jahr 2000, die digitale Überwachung, der überwachte Mensch, ja? 1139 von George Lucas, danach, wie gesagt, Star Wars, Krieg der Sterne und so weiter und so fort. Aber denkt dran, es ist und es bleibt Fiktion. Nehmt das Ganze nicht so ernst. Das ist das Wichtige. Wichtig ist halt nur, dass es funktioniert, dass ihr damit arbeiten könnt, damit ihr damit leben könnt. Und vor allen Dingen damit Geld verdienen könnt. Wenn einer so ein Karlauer, so hier wie die Telekom, ja, einem das wegnimmt und zerstört, dann gibt es Kadaver, dann gibt es Rechtskadaver, dann geht es auch richtig zur Sache.
Dann kommen die Juristen. Da wird eine Textur hochgefahren, die ist schlimmer wie 1749 der alte Fritz sich ausgedacht hat. Das müssen wir einfach mal so sagen. Ne? Der alte Fritz damals, 1749, war stinkesauer, dass da einer so einen Springbrunnen sich da gebastelt hat und der Bauer, ja, oder beziehungsweise der Müller, sein Mehl nicht mehr mahlen konnte. So fing alles an. Ja. Und das Wort Macht, Machtwort, ich spreche jetzt mein Machtwort, wollte der alte Fritz auch nicht mehr. Weil als Kaiser durfte er, aber er wollte ja Demokratie, er wollte ja wirklich dieses Bürgerliche. Nur dieses Machtwort ist ihm leider nicht, also das bleibt, es ist immer noch im Ursprung der deutschen Sprache, das Machtwort ist immer noch. Und der Herr im Haus hat das Machtwort, weil es noch rechtsgültig ist, weil die Revolution in Frankreich es verhindert hat, dass dieses sogenannte Machtwort Frau Merkel hat, dieses Machtwort, sie kann dieses Machtwort nehmen und kann dann wirklich diktieren. Geht kein Weg dran vorbei. Dieses Recht hat sie. So, dieses Recht sollte an sich genommen werden. Es sollte an sich kein kaiserliches, hoheitliches mehr sein, sondern ein bürgerliches Miteinander, und die sogenannten Gerichte sollten an sich da richten, also sollten Gerechtigkeit walten lassen, ja, sollten die Waagschale bringen, sollen Unrecht Recht aufwiegen. Aber heute wissen wir, der arme Fritz, 1749, der arme Kerl, schlecht war er nicht, aber heute würde es ihm mehr wie schlecht werden. Ich glaube, er würde heute Recht sprechen, noch härter wie in seinen 17. Jahrhundert. Mit der Einführung der Industrie im 18. Jahrhundert, mit der Einführung des Digitalen, wow, lasst euch mal überraschen, was dabei rauskommt. Hatte mich an sich schon verabschiedet, aber wir haben ja heute den 30.06. Am 1.07. ist es soweit, die Digitalisierung schreitet voran. Am 23. Mai 1949 war an sich so die Demokratie eingestielt. 1948, Stunde 0, 49.50 kam sozusagen der Wohlstand. Danke Adenauer, danke CDU, danke CSU. Es ist ein rahmenschwarzer Tag. Der 30.06.2017 starb die Demokratie. Heute wird das Zensurgesetz. Wir haben hier jetzt ein Zensurgesetz vom Bundestag beschlossen. Ab heute gibt es die Zensur. Ab 1.07. wird alles zensiert. Somit ist die Demokratie auf einem Weg total. Die Demokratie ist soeben gestorben. Am 30.06.2017 durch das Zensurgesetz. Wer googeln kann, googelt Zensurgesetz, ab 1.07. also geht's zur Sache. Ich bedanke mich total recht herzlich beim alten Fritz, 1749, der endlich da auf dem Weg war. Ich bedanke mich bei Adenauer, ich bedanke mich bei der CDU-CSU-Ära, Adenauer-Ära. Ja, ich bedanke mich aber nicht, dass die Mauer gefallen. Ich bedanke mich natürlich, dass die Menschen frei auf eine Art, aber ich kann mich bei Kohl und bei Genscher nicht bedanken, auf keinen Fall. Tut mir total recht herzlich leid, weil ich kann mich nur beim alten Fritz bedanken, ich kann meinen Adenauer bedanken, ja. Weil jetzt am 1.07.2017 durch das Zensurgesetz die Demokratie abgeschafft. Man ist nicht mehr demokratisch, man ist jetzt DDR 2.0, Stasi 2.0, wir werden überwacht, digital überwacht, wir bekommen die totale digitale Überwachung. Einige überlegen sich schon, den sogenannten Chip einzuarbeiten, damit man nur mit dem Arm vorbei, dass man erkannt wird. Alles schön biometrisch, Babys müssen die Augen auch aufhaben, die dürfen also keine geschlossenen Augen haben. Alles muss digital sein, alles muss biometrisch, einwandfrei sein. Ne? Alles muss 3D, körperverarbeitungstechnisch auf dem Tisch liegen. Die Demokratie. Am 30.06.2017 gestorben. Am 1.07. kommt das Zensurgesetz. Bitte bei Google eingeben, Zensurgesetz. Und damit verabschiede ich mich. Ich verabschiede mich der Demokratie. Ich begrüße nicht DDR 2.0. Ich begrüße nicht die totale Überwachung. Ich begrüße auch die Stasi 2.0 nicht. Ich begrüße das nicht. Ich verabschiede hiermit Adenauer-Ära,
die analoge Welt, das sogenannte Miteinander, die schöne Zeit. Die schöne Zeit mit Adenauer, CDU, CSU, mit Schmidt. Ja, Kohl hat vieles schon verkohlt. Kohl sieht jetzt selber, unterirdisch liegt er nun. Man sollte schon mal drüber nachdenken, warum seine eigene Frau sich selbst das Leben genommen, weil sie sich doch erschrocken hat, was für einen Mann sie da wohl gehabt hat. Würde ich einfach mal so sagen. Aber wir haben ja Zensur. Wir werden ja jetzt zensiert. Wir dürfen ja demnächst nicht mehr. Wird krass. Wird eine krasse Nummer, das Ganze. Die alten Jugendlichen finden das Streaming. Deswegen beuteln sie dann das TV wieder aus. Bis das neue Gesetz kommt, dass man auch nicht mehr streamen kann. Dann hat Frock reichlich schon bekommen. Ja, Frock ist ja das Fernsehen für alle. Ohne Gebühr, ohne alles. Man kann ja wirklich alles sehen durch Streaming. Man kann ja bei YouTube selber streamen, selber Fernsehen machen durch Streaming. Aber gar keine Lust drauf. Also ich meine, einer hat keine Lust drauf. Also wie gesagt, wir werden dich vermissen. Demokratie. Wir werden weiterhin den alten Fritz vermissen mit seinen Gesetzgebungen, mit seinem Machtwort. Wir werden Adenauer, CDU, CSU der alten Geschichte vermissen. Wir werden die Bundesrepublik Deutschland, so wie sie mal war, vermissen. Wir werden das alles vermissen. Weil wir werden jetzt neu digital. Wir werden digital ausgerichtet. Wir haben digitales Fernsehen. Wir haben digitale Kameraführung. Wir haben digitale Telekommunikation. Man kann alles mieten. Man muss nichts mehr kaufen. Ja. Kommt Fehler? Hat man keinen Ansprechpartner? Genial, ne? Hat man einen Fehler, so wie jetzt? Wir haben ja mit dieser Telekom jetzt einen dicken Fehler hier. Dicken Fehler haben wir. Und an sich sollte man die Telekom zum Teufel jagen. Multimedia, Unity Media, alles zum Teufel jagen. Aber ist ja nichts Gescheites da. Ne? Selber machen? Ja, man müsste es selber machen. Wenn man, hat man ja schon mal, wie die große Demonstration war. Wie das Kohlesterben war. Ja? Wie das Kohlesterben war, kam nämlich das ganze Fernsehen, das selber Fernsehen machen raus. Ja, da entstand das. Da hat man dann darüber berichtet und so weiter, wie Nokia verschwand, wie Opel verschwand. Ja. Es verschwindet hier eine Menge, wie Karstadt verschwunden ist. So, jetzt ist alles so mächtig, mäßig verschwunden. Einiges ist wieder da, aber nur online. Und wenn nichts geht, habt ihr nichts. Ihr habt gar nichts. Null. Ihr habt einfach gar nichts. Ihr habt einen luftleeren Raum, voll gefüllt mit Nullen und Einsen. Das Holodeck auf der Entenscheiß, also Enterprise bei Mr. Kirk, ja, und Voyager und Discovery, die neue von Netflix, ne, ja, solche Hologramm, ne, Holobasis und was weiß ich nicht alles. Wenn das kommt, dann sind auch wir nur noch digital, obwohl wir immer noch analog bleiben, aber egal, ich reg mich jetzt auf hier. Unity Media macht nur Ärger. Telekom macht nur Ärger. Alle, die damit zu tun haben, machen nur Ärger. Irgendwie haben die alle keine Ahnung. Die haben nur Ahnung, Geld zu machen. Mehr nicht. Ja, klick das, klick dort, bist schon mal geldlos. Dann klickst du wieder und klickst du wieder und klickst du wieder, bist du schon wieder geldlos. Und nachher hast du die Faxen so dick, dass du viel geldlos bist, viele Klicks gemacht haben und dann im Dunkeln stehst. So dunkel wie die Demokratie, die mal war. Wir haben nämlich keine Demokratie mehr. Wir haben DDR 2.0 unter Stasi 2.0. Und Captain Rex 4567 grüßt im Star Wars Modus der Rebellen. Jawohl, ich bin ein Rebell. Bin rebellisch. Ich rebelliere.